Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. Und wir gehen mal in die Ruine im Norden. Auf einer Felsspitze soll die sein. Was er nicht erwähnt hat, dass es dort Banditen gibt, hä? Jetzt wirst du bluten. Na, wacht, Herr Börschchen. Da! Aber das Geile ist, die ziehen kaum noch was ab. Also. Ich mach dich fertig. Komm her, hier. Ja, für mich ist es Gold, für die Orks ist es ja Arsch hier. Oh nein, er hat mich getroffen. Bleib stehen. Da. Da. Oh nein, Ivan! Wir haben Ivan getötet! Oder Ivan der Schreckliche. Das war Ivan der Schreckliche. Ja, auf jeden Fall. Was es hier aber gibt, das ist, ja, Pflanzen. Wo soll denn hier eine Ruine sein? Es tut mir jetzt echt leid für die Jungs, aber naja. Sowas kommt nun mal vor. In den besten Familien. Aber, ja, was will man machen? Ja, also, was soll man da machen? Was? Was? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Mann. Nee, aber trotzdem, was soll man da machen? Ja, also. Jetzt haben wir nur noch, wirklich nur noch. Ich kapiere die Hälfte gerade nicht. Ja, aber wer wollte den Ivan tot sehen?
Mücke und Zinkzettel. Töte den Sirten Ivan. Ja, aber wer hat mir den Auftrag erteilt? Das ist die Frage. Drinne steht da auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, wer. Hast du nichts zu tun? Lass mich in Ruhe. Mach hier keinen Ärger, klar? Das ist sicher noch was zu erledigen. Ich brauche Ruhe. Von wem kriege ich jetzt die Belohnung, dass ich Ivan getötet habe? Keinen Ärger. Klar? Du solltest jetzt gehen. Interesse an seltenen Artefakten, Fremder? Mein Name ist Hamil. Ich kann dir die besten und günstigsten Artefakte anbieten. Du bist Händler im Sklavenviertel? Jeder tut, was er kann. Mein Los ist es, in diesem Sklavenloch festzustecken. Aber meine Ware ist trotzdem von allerbester Qualität. Woher bekommst du deine Artefakte? Ach, mal hierher, mal daher. Fällt immer mal wieder was ab in diesem Nest. Das heißt, du stiehlst es den Orks? Stehlen ist ein so hartes Wort. Wir Menschen sollten doch zusammenhalten, findest du nicht? Zeig mir deinen Krempel. Das können wir gebrauchen, das können wir gebrauchen, das. Fleischwanzen-Ragout, einfach nur lecker. Na komm, nehmen wir mal mit. Dass wir mal was kochen können. Ah, nehmen wir mal eine Pfanne mit. Ansonsten, ach ja, die alten Steintafeln, natürlich. Die nehmen wir natürlich auch mit. Jeden Fall, gebratenes Fleisch kann ich behalten. Oder machen wir als Gegenwert das hier. Und das, das, das. Das, das, das. Dann kriegst du noch hier und das. Dann kriegst du noch die Hellwarte. Dann machen wir noch das hier. Das weg. Rüstigen Schwerter weg. Jawohl. Dann haben wir das, das ausgelöst. Ja. Den Rest müsste ich eigentlich auch mal verkaufen. Gold austauschen. Ja toll, jetzt habe ich wieder eine neue Quest bekommen, aber wo soll ich ansetzen? Du bist ein stolzer, starker Kämpfer, Fremder. Warum kämpfst du in der Arena? Viele Menschen machen es, um bei Orks Ansehen zu erlangen. Nun, es verbessert in jedem Fall die Lebensumstände, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Lass mich in Ruhe. Ich denk drüber nach. Mach hier keinen Ärger, klar? Schon gut. Als wenn das so Macher. Einfach wäre. Du bist der Bessere von uns beiden. Bist du jetzt zufrieden? Also weitermachen wird es nie besser. Und jetzt geh. Als wenn das so einfach wäre. Ziemlich beschämend, für eine Handvoll Ramsch zu kämpfen. Am besten werde ich. Warum kämpfst du nicht in einer anderen Arena? Sei nicht so vorlaut, Morra. Wenn ich könnte, dann wäre ich schon lange weg. Was meinst du mit Ramsch? In dieser Arena kämpfst du nur um Artefakte, Morra. Nichts Ehrenvolles, nur alter Kram aus längst vergessenen Zeiten. Nichts Ehrenvolles, wenn du mich fragst. Warum nicht? Wie könnten wir deine Ehre wieder aufpolieren? Ich habe von einem Gottlosen gehört, der sich an einer unserer Minen vergriffen hat. Ein abtrünniger Söldner namens Ivan. Tod allen Verrätern! Ivan ist tot. Gut, dann werde ich weiter in der Arena kämpfen, bis ich wieder eine Gelegenheit bekomme. Ehre und Stärke, Morra! Lebt wohl! Ich denk darüber nach. Okay. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun.
Ich will keinen Ärger haben. Mach hier keinen Ärger, klar? Lass mich in Ruhe. Mach hier keinen Ärger, klar? Hast du nichts zu tun? Verschwinde! Mach hier keinen Ärger, klar? Lass mich in Ruhe. Mach hier keinen Ärger, klar? Mach dich nützlich, Mora. Lass mich, mach hier keinen Ärger, klar? Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Also in der Stadt gibt's nichts mehr. Halt! Keinen Schritt weiter! Nein! Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Halt! Keinen... Mir fehlen wirklich 3 Punkte. Lass mich in Ruhe. Mach hier keinen Ärger, klar? Okay, ich gehe den Waldläufer töten. Also echt, Mann. Mir fehlen 3 Punkte, aber ich hab doch... Im Endeffekt habe ich doch noch Missionen direkt hier. Aktuell. Bringe Nimrok das Artefakt aus der Ruine im Norden. Einer der Sklaven handelt mit geklauten Artefakten. Wer? Wie ist sein Name? Hamiel. Ach, das ist doch nur ein kleiner Fisch. Dahinter steckt einer der Alchemisten in der Stadt. Geh und finde heraus, für welchen Alchemisten Hamiel arbeitet. Also das war definitiv nicht die Ruine aus dem Norden. Aber die muss doch hier in der näheren Umgebung sein. Alte Ruine im Norden.
Da! 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 Ruine im Norden. Ich kann das nicht benutzen. Okay. Ein Felsportal. Da! Da! Da!
Da! Da! Da! Nein! Mann, oh Mann. Es gibt kein Artefakt in Morden. Ich mach dich fertig. Na warte doch schon. Da! 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 Echt, also beim Banditen ist das auf jeden Fall nicht. Ah, hinter mir ist Norden. Hier gibt es aber nirgendwo eine Ruine. Außer vielleicht unten am Wasser.
Da! Bleib stehen! Was ist? Jemanden wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist doch kein Assassine, oder? Assassinen machen dir Angst? Dir etwa nicht? Es ist furchterregend, was ich alles so gehört habe. Angeblich sollen sie Menschen verschleppen. Wovon lebst du? Ich bin Holzfäller und verkaufe Holz und Waldbeeren. An wen? An die Fische aus Silden. Die kommen recht häufig hier vorbei. Doch seit einigen Tagen kam keiner mehr. Ich frag mich, was da nicht stimmt. Ich könnte nachsehen, warum die Fischer nicht mehr kommen. Würdest du das für mich tun? Dann kannst du gleich dem Fischer Stan dieses Paket Waldbeeren mitbringen. Er hat es bestellt, war aber noch nicht wieder hier, um es abzuholen. Und der hat wohl den letzten Schuss nicht gehört oder so? War das mal deine Hütte? Nein, aber meine sieht fast genauso aus. Die Orks haben ganze Arbeit geleistet. Du bist Holzfäller? Schon mein Leben lang. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne den Wald machen sollte. Du bist ein recht kräftiger Bursche. Ja, ich kann dir einen massiven Balken mit bloßen Händen zerbrechen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ah, da oben ist doch noch was.
Troll lege ich mich jetzt definitiv nicht an. Das hier aus. Doch auch noch einer. Oh, ich ernte mal erstmal das Gold ab. Was machst du denn hier so alleine? Was du hier siehst, ist alles, was von der Mine hier übrig geblieben ist. Ivan, das abtrünnige Söldnerschwein, hat hier alles vernichtet. Was ist passiert? Ivan, das Schwein, sollte mit seinen Söldnern auf die Mine hier aufpassen. Doch kurzerhand bringt er alle um und macht sie mit dem geschürften Gold aus dem Staub. Ich würde viel Gold bezahlen, wenn jemand diesen Gottlosen ins Jenseits befördert. Brauchst du Hilfe? Soll das ein Witz sein? Schau dich doch mal um. Ich brauche mehr Werkzeug. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche mehr Männer. Von alleine springen die Goldbrocken nicht aus dem harten Felsen. Geh und sprich mit Samuel, dem Anführer der Söldner in Geldern. Er soll mir neue Männer und Gerät schicken. Der abtrünnige Söldner Ivan ist tot. Das geschieht ihm recht. Tod allen Verrätern. Das lasse ich mich einige Goldbrocken kosten. Zeig mir deine Ware. Ah, das Brot nehmen wir auch mit. Wasser, Fackel. Ich habe gar nicht gewusst, dass oberhalb der Wolfsmine noch eine Mine ist. Bin ich mal gespannt, vielleicht bringen mir das jetzt noch die 3 Punkte. Das dreht durch hier, ja, kann doch nicht wahr sein. Draußen braucht deine Hilfe, draußen in seiner Mine. Was hat er denn jetzt schon wieder angestellt? Ein Söldner namens Ivan hat die Mine geplündert. Dieser gottlose Hundesohn. Hätte mir denken können, dass dem Kerl nicht zu trauen ist. Ich mache mich mit meinen Jungs sofort auf den Weg und baue die Mine neu auf. Hier ist dein Sold.
Jawohl. Ziemlich. Warum kämpfst du? Sonne! Wenn. Was macht. In dieser Arena. Nicht. Nicht. Wie könnte. Ich hab eine. Ja. Gut. Hier. Lässt du mich jetzt zu eurem Anführer, Grog? Du hast schon viel für Geldern getan. Du darfst zu ihm. Jawohl. Halt! Keinen Sch... Lass mich vorbei. Du kannst rein. Sag, was du willst, und dann geh wieder. Ich habe wenig Zeit. Wie laufen die Ausgrabungen? Bist du gekommen, mich zu verhöhnen, Morra? Du siehst doch selbst, wie beschwerlich unsere Ausgrabungen vorangehen. Alle Orks des Landes sind auf der Suche nach den göttlichen Artefakten. Wir heben Unmengen von Unrat aus den Stollen der umliegenden Gebiete. Aber wenig davon scheint von höherem Wert zu sein, als das, was man auf den Märkten dafür bekommt. Hast du was für mich zu tun? Ja. Ich hätte da etwas für dich. Es wurde uns berichtet, dass sich in den umliegenden Gebieten Druiden breit gemacht haben. Sogar der mächtigste der Druiden soll dabei sein. Sein Name ist Runak. Ich muss mehr über die Druiden erfahren. Ich habe schon Suchtrupps losgeschickt, um sie zu finden. Wohin hast du deine Suchtrupps geschickt? Den einen nach Süden, den anderen Trupp nach Norden. Bolok ist der Anführer des Suchtrupps im Norden. Doch es ist schon einige Zeit her, dass er sich gemeldet hat. Geh und sieh nach, was die da treiben. Aber beeil dich damit! Ich hasse es zu warten. Klar? Was weißt du über Xardas? Xardas? Ich sage dir mal was über Xardas. Während er in seinem Turm in Nochtmar sitzt und gemütlich seinen Hintern am Kaminfeuer wärmt, stehen unsere besten Krieger irgendwo in der Wüste und bewachen Sklaven. Und bisher ist noch keines von den Artefakten angekommen, die er sucht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Morra! Was genau wollt ihr von den Druiden? Die speziellen Fähigkeiten der Druiden sind für uns noch ein ungeklärtes Mysterium. Wir wissen nur, dass sie sich dem Studium verschiedener Tierarten verschrieben haben. Von diesem Wissen beziehen sie ihre Macht und Kampfkraft. Wir müssen unbedingt mehr darüber in Erfahrung bringen, um ihre Kampfkraft besser einschätzen zu können. Gunok und sein Druidensuchtrupp haben scheinbar nie die Stadt verlassen. Was sagst du da? Gunok ist immer noch hier? Ja. Gunok wird seine gerechte Strafe erhalten. Hier, nimm. Wo sucht ihr nach den göttlichen Artefakten? Das ist kein Geheimnis, Morra. Jeder Tempel des alten Volkes wird von uns durchsucht. Aber wenn du es genau wissen willst, dann sieh dir diese Karte an. Wir folgen alle noch so kleinen Hinweisen aus alten Schriften und Legenden. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Die Bedeutung der göttlichen Artefakte blieb uns Schamanen bisher verborgen. Der Einzige, der mehr darüber zu wissen scheint, ist Xardas selbst.
Die Feuermagier suchen nach alten Artefakten, die sich Feuerkelche nennen. Davon habe ich schon gehört. Ich will hoffen, dass sie noch nicht alle gefunden haben. Mir wär wohler. Sie befänden sich in unserem Besitz. Bring mir etwas über alte Magie bei. Hier steht was über Alchemie. Aber einige unter den Nomaden wollten Innos nicht folgen. Und das Volk der Nomaden ward gespalten. Und die Innos folgten, errichteten große Tempel und wurden das Volk von Varrant. Und das Zepter war ihr Zeichen der Herrschaft. Das kenne ich schon. Ja, na klar. Und Innos sprach zu seinen Dienern: Errichtet mir ein Portal, auf das ich auf ewig über diese Welt herrsche. Und seine Diener taten, wie ihm geheißen ward. Das alte Wissen läuft. Nichts Neues. Kleiner Mörder! Das kann nicht wahr sein, ey. Mann. Der letzte Teller. Halt! Keinen Sch... Lass mich vorbei. Du kannst... Hier liegt noch ein Goldteller. Sag, was du willst. Wie laufen? Bist du? Du ab, mir ab. Bring mir etwas. Hast du was? Ich muss. Was war? Sag das, während steht und mir. Was? Wir. Wohin? Ah. Die Feuer. Gunok und sein Druck. Wo sucht. Was war. Der. Hey, Mora! Warum schleichst du hier herum? Thank you.
du diebischer kleiner Murr! Da! Bleib stehen, Murr! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Na dann. Das kenne ich schon. Aber einige unter den Nomaden wollten Innos nicht folgen. Und das Volk der Nomaden ward gespalten. Und die Innos folgten, errichteten große Tempel und wurden das Volk von Varrant. Und das Zepter war ihr Zeichen der Herrschaft. Hier steht was über Alchemie. Und Innos sprach zu seinen Dienern, errichtet mir ein Portal, auf das ich auf ewig über diese Welt herrsche. Und seine Diener taten, wie ihm geheißen ward. So.
So. Wir warten mal, bis alle schlafen gehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.